Auf dem 9. Spieltag der Flyer-Alarm vor Bundesliga. Freiburg mit dem Anstoß ganz in Rot. Und weißen Streifen von links nach rechts. Duisburg in blauen Hosen. Im Zusammenspiel mit Hilsenberg. Fürst immer noch am Ball. Fürst, klasse gemacht. Fürst, Ablage. Zielinski, 1-0 Duisburg. Mindestens 60% auf Vanessa Fürst. Kommt da durch die Beine von Stegemann. Ablage Zielinski. Und Karl verteidigt es auch nicht gut. Wojtyko war einmal getroffen. Lisa Karl zweimal getroffen. Also die sind ja alle noch da, Wojtyko war. Und jetzt aber, das gibt es nicht. Giovanna Hoffmann setzt den an die Latte. Ich hoffe für sie, dass sie noch einen macht. Nächste Ecke. Jetzt ist er drin. 1-1. Sowas von hochverdient. Riola Cimali. Dass Freiburg hier nur ein Tor hat, sondern eher ja, an der Kaltschnäuzigkeit, sagen wir es mal so, des SC Freiburg. Klasse Ball. Kajicci. 2-1. Doppelpack. Bist du verrückt? Was war das für ein geiler Ball in die Spitze? Aber dieser Ball von Steuerwald. Traumhaft. Also, ich sehe keine Abseitsposition. Aber es gibt eben keinen VAR in der Frauenbundesliga. Deswegen müssen wir das so hinnehmen. Fahne ging schnell hoch. Da von der Assistentin. Nein, das war kein Abseits. Nächster Eckball. Wieder Kajicci. Rechter Fuß zum Tor. Kopfball! Wieder drin! Nein! Wieder nicht drin oder doch drin. Tor! Von Cimali. Ja, da waren wir drin. Guter Ball. Felde. Felde. Zikai. Und Janina Minge. Traumtor. 3-1. Ab in den Winkel. Unglaubliches Tor von Janina Minge. Hast du Worte? Die hat einfach einen Lauf, macht ihr 8. Saisontor. Unfassbar, gut gemacht von Felde. Verlängert von Zikai und ab dafür. Zack und rein. Keinerlei Chance für Nerdemann. Traumtor sehen wir auf jeden Fall wieder in unserem Top 5. Gebe ich Ihnen Brief und Siegel drauf. Kann man nicht schöner machen. 3-1. Für den SC Freiburg. Kajicci nimmt den Kopf nach hinten und sagt, oh Mann, doch nochmal tief gespielt. Aber holt den Ball. Kajicci macht das 4-1. Hinten rein, freut mich sehr für die Kapitänin des SC Freiburg. Wunderschön. Wobian, der ist im Aus. Und das war's. 4-1 gewinnt der SC Freiburg sein Weihnachtsmatch. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.